Hallo liebe Dampfergemeinde, heute stelle ich euch den Bachelor XC9 von EPRO vor. Das ist ein Single-Käufer-Dampfer RTA. Jetzt möchte ich gar nicht großartig lange reden. Ich würde sagen, ihr macht ein Abo und ich gehe runter auf den Tisch und dann alles weitere. Bis gleich. Auf dem Tisch haben wir hier den Bachelor XE Pro oder EH Pro. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist mir auch völlig wurscht. Einmal wieder für gewisse Leute, alle vier Ecken. Wer möchte, soll ein Foto vormachen. Packung interessiert mich nicht, aber das wisst ihr schon. So, dann tütteln wir mal weg. Wie geht's hier weiter? Dass die hier nicht so eine Einkerbung machen können. Ich weiß nicht, ob bei denen da der EQ nicht für reicht oder so. Also wenn das Schmuckschachteln wären und die Frau käme nicht an Schmuck ran, die wird das Ding dann wieder auf den Ladentisch knallen. 100%. So, Packung hier ist leer. Machen wir auch mal weg. Die Bibel ist mit Bilder bestückt. Zwar nicht in Deutsch, aber okay. Karten, Zertifikat. So, die Einheit. Oh, ich habe noch mein Tüchchen eingepackt. Das mag ich, das ist schon viel. Normales Glas mit 3,5 Milliliter. Bubbelglas 5 Milliliter. Ich baue kein Bubbelglas ein. Für mich stehen die immer so ein bisschen über und ich bin immer ein bisschen ungeschickt. Ich habe schon zwei kaputt gemacht. Dann fällt mir der Akkuträger einmal auf die Seite und dann habe ich sie mal kaputt. Also ich bin da jetzt so gesehen kein richtiger Fan mehr von. Deswegen baue ich es nicht ein. Ich zeige aber gleich, wie man es einbauen würde. Dann haben wir hier noch ein Kästchen und hier unten drunter ist nichts. Gut. Dann können wir das so und beiseite legen. Was haben wir hier Schönes drin? Ich glaube, wir haben nämlich ein bisschen viel Spielzeug hierbei. Leer. So, einmal Watte. Das ist das. Das mag ich. Dann haben wir hier ein Tütchen IKEA Haustürschlüssel. Ein paar Gummidichtungen, Reserveschräublis. 4 Stück. Auch wieder eine Seite. Dann haben wir hier, Freunde, 3 Keul. 3 Keul. Wahnsinn. Und ich muss sagen, sag ich mal, die sehen richtig gut aus. Das ist hier kein billiger Scheiß, der hier eingepackt worden ist. So, ein bisschen näher hole ich euch mal. Falsche Richtung. So. Einen nehmen wir davon raus. Die werden wir auch gleich verbauen. Die Watte, der Beiß, die werde ich auch benutzen. Die Keul ist eine, ich habe den hier drauf auf dem Dreier. Ja, es ist eine Dreier. Aber die sieht wirklich richtig gut aus. Ist eine Flat Keul, klebt ein Flat Keul. So, die Einheit interessiert uns ja erstmal mehr. Auch richtig zugeschweißt. Das kann ich so auch noch nicht. Komme ich da ran? Nee. Richtig zugeschweißt. Guten Drip-Tipp. 810. Bisschen Riffelung. Logo, den Bachelor, die Mütze. Bachelor X steht hier unten drunter. Hier haben wir unsere. Euch aus dem Bild. Fangen wir mal an. Fangen wir von oben an. Von unten an. Unten drunter Mülltonne, Rummel, ein Pin zum Rausdrehen. Seriennummer, ich habe 3217, wie dem auch sei. Bachelor X ist ja eingraviert, würde ich sagen. Wir haben eine Airflow, die nicht klack, klack, klack macht, sondern wo man auch durchgucken kann. Das klappt sogar am besten, ne? Wo man auch durchgucken kann.
anderer Seite steht hier noch EFRO. Zeichen EFRO, Mütze. Hier oben zum Packen ist es ein bisschen eingraviert, eingestanzt, das ist gut. 18 ein Drip-Tipp. Ja. Keine weiteren Gummidichtungen zu sehen. Wir fangen mal an, von oben abzuschrauben. Das wird ein Topfüllsystem sein. Ja. Hier haben wir eine Gummidichtung, das schließt ab, das mag ich. Dass hier noch eine Gummidichtung ist und wir haben große Befülllöcher, bitte nicht in der Mitte, rechts und links, wo nachher das Liquid reinkommt. Jetzt schrauben wir weiter los. Weiter los. So, ich lege das Deck erst beiseite. Wer dieses Bubbleglas haben möchte, sollte hier ein bisschen nach links drücken, nach rechts drücken, also den Schornstein ganz vorsichtig, dann kommt dieses Glas immer so ein Tucken raus. Und dann kann man, ich drücke es jetzt wieder rein, kann man das Glas wechseln, könnte man da das Bubbleglas drauf machen, das hat dann 5 Milliliter und dieses normale hat hier 3,5 Milliliter. So, wie ich fühle, total sauber verarbeitet, von daher gute Qualität bis jetzt. Ich lege das alles beiseite, das benötigen wir später. Wir kommen jetzt zum Deck. Zum Deck. So, wir haben hier 4 Schrauben oben drauf. Das bedeutet, wenn wir eine Coil einbauen möchten, müssen wir eine Seite rausdrehen. Das ist einfacher. Wir können auch beide nur die Seite und die Seite. Nehmen wir jetzt zum Beispiel an. Dann wir könnten auch reinfuttern, so ein bisschen nur hochdrehen und hier auch ein bisschen hochdrehen. Das ist aber, da verschiebt sich die Coil und alles, das ist Mist. Ich zeige euch das gleich. Nehmt eine Seite komplett raus, die andere Seite dreht ihr so hoch, wie ihr im Prinzip könnt. Ihr könnt da reinschieben die Coil, eine Seite drehen wir schon fast wieder runter und die andere, da liegt sie dann rein, da fällt sie rein und dann drehen wir oben rein. Ja. Wenn wir gleich das am Mitteln sind, zeige ich euch das ganz genau. Wir haben hier unsere Airflow. Wir haben ja keine seitliche Airflow, keine rechts, keine links, keine 3D oder Surround heißt es jetzt schon bei manchen. Entschuldigung. Eine richtig große Airflow. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass wir hier keine kleine Coil einbauen können. Aber ein anderes Zeichen ist noch viel wichtiger, dass wir keine kleine Coil, also es kommt mir keiner mit einer 2 mm Coil an oder 2,5 mm Coil vom Durchmesser. Dann wird dieser Verdampfer, denke ich mal, zu 99% auslaufen. Dieser Verdampfer ist wirklich dafür da, 3, 3,5, vielleicht sogar eine 4er. Aber 3 sollte mindestens drin sein, wenn nicht sogar eine 3,5er. Aus einem einfachen Grunde, das erkläre ich euch jetzt noch. Dafür drehe ich das ein bisschen weiter. Hier in diesem Halbmond und in diesem Halbmond, ich sage jetzt mal Halbmond zu. Entschuldigung, das ist etwas los. Vielleicht trinken wir ja mal einen Schluck Kaffee. Das muss hier mit Watte ausgefüllt sein. Sonst suppt der ganze Mist raus. Ja, sollte jedem klar sein. Also dieses hier, als wenn er diesen Kreis hier so weiter durchschließen würde, als wenn es hier komplett rund wäre, sag ich mal, so viel Watte muss da drin sein. Und wenn ihr nur eine 2er Coil drin hättet, oder eine 2,5er Coil, und ihr schiebt ja die Watte dann durch, dann kommt hier rechts und links, käme zu wenig Watte an. Und ich garantiere euch, der Verdampfer würde absaufen. Lieber eine 3er, 3,5, dann habt ihr auch genug Wattedurchfluss, wo er dann das hier rechts und links fließen könnt. Also der ist nicht hier für Mikrocoil oder sowas gedacht, dieser Verdampfer. Also bitte 3, 3,5 und dann kann man hier schön durchfließen, sag ich mal, und wir werden auch nichts zum, dass der ganze Sub ausläuft. So, viel mehr gibt es jetzt hierüber nicht zu erzählen. Golddeck, völlig egal, habt ihr alle gesehen. Ich würde sagen, ich bereite jetzt alles vor. Dann wickeln wir den mal ganz in Ruhe. Und in der zweiten, wo ich alles vorbereite, macht ihr mal auf Abonnieren, weil fair geht vor. Meine Leistung und eure Leistung. Bis gleich. So, meine Lieben, vorbereitet habe ich das schon. Das bedeutet, ich habe hier, an diesen hier,
die Schraube schon mal komplett rausgedreht. Ich habe bei denen gegenüber, schräg gegenüber, so weit hochgedreht, dass die Schraube zwar noch drin ist, aber eben so auf dem Fußboden keinen Kontakt hat. Das bedeutet, dass wir jetzt ordnungsgemäß die Keule nehmen können. Ich weiß nicht, wie es am besten geht. Na, vielleicht. Einfach hier unten runter reinschieben. Dann habe ich hier im Prinzip so ein Loch, kann ich durchschieben. Und hier, in diesen hier, kann ich es einfach komplett reinfallen lassen. Ja. Also hier ist er fest. Ist ja klar, ich kann sie nicht wieder rausziehen. Ist noch die Schraube oben drauf. Und hier habe ich es einfach reinfallen lassen. Jetzt kann ich schon ein bisschen ausrichten. Und kann den hier, der ja schon mal, hier habe ich die Schraube schon drauf sitzen, weil man das sieht, soweit vorbereitet, ja, ne? Versuche ich hier reinzubekommen, sollte das auch nicht klappen, dass mir die Schraube vorher wegfällt. Also dieser hier ist jetzt magnetisch, von daher wird es funktionieren. Manche haben ja auch einen Imbo oder so, der ist jetzt nicht magnetisch und kann ja sein, dass es doch mal wegfällt, die Schraube. Während denen auch kein Problem, macht man erst die andere Schraube so ein bisschen fest. So, noch nicht ganz festziehen, nur so ein bisschen. Dass man schon merkt, man hat da ein bisschen Widerstand. Dann bedeutet das, sag ich mal, man kann auch die Keule ein bisschen ausrichten, wie man sie gerne haben möchte. Wenn man dann soweit ist, Speckanfall vom Schraubenzieher. So, wo ich selber so. Einmal dann natürlich richtig festziehen, beide Seiten. Wohlgemerkt. So, sieht schon sehr gut aus. Zentriert in der Mitte. Von der Höhe eine Fläche habe ich hier gemacht. Hätte ich jetzt, wer darauf geachtet hat vielleicht, die Keule andersrum reingebaut, dass ich jetzt diesen rausgenommen hätte und den rausgenommen hätte, dann hätte die Keule im Prinzip umgedreht. Dann wären die Drähte wären oben gewesen und die Keule wäre automatisch schon tiefer gewesen. Da sollte man immer darauf achten, ist eine Wickeltechnik, ob ich rechts rumwickel oder links rumwickel. Wer das noch nicht so ganz hatte, der probiert einmal rechts rumwickeln auf so einem Bohrer zum Beispiel und einmal links rumwickeln. Dann sieht er, dass die Keule im Prinzip gleich ist, aber trotzdem andersrum spiegelverkehrt ist. Dadurch könnte man immer setzen mit hoch oder tief. Und hiermit, ich habe es gerne so, dass die Stege vom Draht unten sind und die Keule oben ist. Wenn man das erreicht hat, versucht man hinten so nah wie möglich abzuknipsen. Hat man einen dünneren Draht, hier seht ihr jetzt auch noch, steht noch ein bisschen über, hat man einen dünneren Draht, dann ist es besser, man dreht ihn ab und dann hat man schon gleich bis hinten dran abgedreht. Das ist dann besser als mit abknipsen, weil so hundertprozentig abknipsen ist ein bisschen immer schwierig. Und wenn hier noch was übersteht, ja, sich dadurch bei meinen Ziehen jetzt ein bisschen verschoben, aber das kriegen wir alles hin. So, nochmal ausrichten und wegknipsen. Eigentlich sollte das jetzt nicht passieren, also das hätte schon, wenn ich eben richtig angezogen sag mal, wäre das nicht passiert. Warum ich das jetzt nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Keine Kraft mehr für euch. Okay. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Dann würde ich sagen, wir verlegen jetzt die Watte und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. In der Zwischenzeit macht ihr ein Abo und ich mache hier alles weiter. Bis dann. Wir haben hier auf 0,27 die Keule, die dabei war. Die Keule, die dabei war, die habe ich eingebaut, 0,27. Wird sich jetzt noch ein bisschen ändern beim Ausglühen nachher. 1, 2, 3. Also ich würde sagen, sehr hübsch. Jetzt ist das Moped noch richtig heiß. Bitte jetzt nicht sofort die Watte durchziehen, weil erstens gucke ich die Watte vielleicht an. Wartet 5 Minuten, dass sich das abkühlt. In der Zwischenzeit schrubbt euch die Hände, sonst dampft ihr immer den ganzen Siff, wenn ihr die Watte verlegt. Die Watte nimmt immer Geschmack an.
Und wenn man irgendwie sehr viele Hände hat, muss er nicht sein. Wartet 5 Minuten und dann geht es weiter mit der Watte verlegen. So, meine Lieben, nachdem er abgekühlt ist, ja, ist nichts mehr da. Watte einmal hier noch ein bisschen einkrüsseln und dann ordnungsgemäß durchziehen. Eigentlich war das immer ein Schnelldurchgang, aber weil dieser hier wirklich ein bisschen dicker ist. Ja. So, dass sich die Watte ein bisschen hin und her bewegen lässt. Ja. Die heilige Schere. So, jetzt immer die Frage, wie viel schneidet man ab? Ich mache erstmal bis unten hier zum Dehnrand. Das hat man nachher so im Gefühl, wenn man schon 20 Mal verlegt hat. Andere Seite auch. Schneiden wir schon mal ab. Ihr seht, es ist. Oh, nicht, dass ich aus dem Bild rutsche. Obligatorisch ein bisschen viel Watte. Aber das brauchen wir auch alles, wo ich eben schon drüber geredet habe. Ja, hier ein bisschen noch fluffig. Ein bisschen fluffig, nichts Besonderes. Da gibt es auch kein Maß für fluffig oder sonstiges. Ein bisschen Form schön nochmal. Einmal ein bisschen noch ins Runde. Andere Seite auch. So, jetzt haben wir hier, ja, wie ich ja schon sagte, diesen Halbmond. Den müssen wir komplett mit Watte ausfüllen. Füllen wir den nicht komplett mit Watte aus, läuft uns der Mistrand vorbei. Und läuft uns der Mistrand vorbei, läuft uns in den Airflow, läuft unten dann wieder durch den Airflow und wieder raus und wir haben alles versaut. Sollte die Watte immer wieder raushüpfen, hier, dann macht bitte ein bisschen Liquid hier oben drauf. Müssen wir nachher sowieso machen. Und dann kann man das auch besser hier verlegen. Und hier müsst ihr jetzt wirklich zusehen, dass das hier wirklich abschließt. Schließt ihr das nicht ein, wenn ihr die Watte zu tief reindrückt, reinquetscht und meint, ihr müsst immer mehr, dann habt ihr trotzdem hier vielleicht nachher keine richtige Ausfüllung. Und dann läuft der ganze Mist, sag ich mal, nachher über die Airflow läuft wieder raus. Also hier ein bisschen drauf achten. Und wenn das wirklich so ist, dass ihr das hier ordnungsgemäß, es geht ja ganz einfach, es ist ein bisschen fluffig. Ja. Problem ist, ich habe hier eine Mullmatte, die ziehen sich immer ganz schnell ein bisschen zusammen. Da muss man nachher drauf achten, dass das immer trotzdem auch alles ordnungsgemäß abgeschlossen ist. Und dann haben wir auch keine Probleme damit. Ja, dieses Gerät wird im Prinzip nicht auslaufen, wenn das hier alles abgeschlossen ist. So, jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen Liquid. Tropfen zu viel, macht nichts. Oh, der dampft aber schon hier, oder? Oh, und duften tut er auch. Boah. So, nachdem ihr das gemacht habt, schaut euch das bitte noch einmal an, weil, wie gesagt, ich habe hier so eine Mulliwatte, die zieht sich immer so ein bisschen zusammen. Ist das wirklich hier abgeschlossen? Und andererseits natürlich genau dasselbe. Ist das abgeschlossen? Ist der Halbmond zu? Auf. Dann drehen wir das Hütchen wieder drauf.
Und dann können wir auffüllen. Und bitte, beim ersten Mal, haut nicht den Kanal bis zum Anschlag voll. Ja, ein bisschen rechts, ein bisschen links. Die Watte muss ich auch nochmal vollsaugen ein bisschen. Aber das reicht schon vollkommen. Das ist ja das erste Mal die Auffüllung. Erste Mal die Auffüllung. Auch festdrehen. Guhendrip-Tipp wieder drauf. So schaut's aus. Und ich würde sagen, halt Guhendrip-Tipp drauf. So. Ja. Wir treffen uns oben zum Dampfen. Bis gleich. So, zum Dampftest. Wie viel kann das Ding denn überhaupt? Wieder 55 hatte ich. Keine Nachflussprobleme. Wird nicht heiß hier. Das Gerät ist Hammer. Watt. Schmeckt total fantastisch. Total fantastisch. Das ist wie ein Gerät, wo man hier mehr rannuckelt, sage ich mal, als eigentlich in Not tut. Vor kurzem habe ich den Manta vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das einer gesehen hat, aber nicht das Video. Der Manta ist flach dagegen. Der Manta ist wirklich flach dagegen. Was dieser hier an Geschmack raushaut. Warte. Power ohne Ende. 55 Watt dampfe ich den nur. Der wird nicht heiß. Das ist alles total angenehm. Ja, da ist nichts. Wie manche gerade gesehen haben, sagt man, dieses Drip-Tip ist nicht dabei. Dieses Guhendrip-Tip, ich bin da nicht für, sag ich mal, so ein großes Moped immer zu nehmen. Und dieses hier, das kann ich immer schön mit den Lippen umschließen. Deswegen habe ich mir extra welche denn gekauft. müsst ihr euch nichts bedenken. Also ihr habt im Prinzip das normale Guhendrip-Tip, wie ich auch vorgestellt habe, wie ich in der Verpackung aufgemacht habe. Und ich nehme immer diese anderen Drip-Tips. Sag ich mal, ich umschließe das gerne mit meinem Mund. Und kann dann vernünftig dampfen. Die Airflow, total angenehm. Die kommt richtig sanft rüber. Sanft. Irgendeiner sagt immer smooth. Scheißegal. Sanft rüber. Also das ist ewig. Hammermäßig. Hammermäßig. Der lohnt sich wirklich. Ich würde sagen, vom Geschmack her, ich habe meinen SMM vorgestellt. Eine Wellenlänge. Den Amit 25, eine Wellenlänge. Da, auf diesem Level, da bewegt sich dieser Bachelor. Bachelor X. Bachelor X ist, es gibt noch Vorgängermodelle, schon ein Jahr oder zwei Jahre alt. Bachelor X, der neue Bachelor X hier. Von EFRO. Oder EH Pro, ich habe keine Ahnung, wie das Autosport ist. Ist mir auch völlig wurscht. Smog Brief, X-Brief, die neue riesengroße Bildschirm, Display 2 Inch, total scharf. Ich habe da ein Review rüber gemacht. Schaut es euch an, verlinke ich auch nachher zum Schluss. Sehr interessantes Gerät, sehr interessanter Akkuträger. Und für euch, ihr habt einen Vorteil davon, sag ich mal, ihr könnt auch von Weitem gucken. Man sieht alles total hammermäßig geil. Hat nur einen Nachteil, solltet ihr alle drauf aufpassen. Wenn ihr nachts im Auto fahrt mit diesem Gerät und ihr seid am Dampfen, wenn euch die Polizei entgegenkommt, die wird euch anhalten und sagen, ihr habt ein Handy. Kleine Anekdote. So, hatte ich noch irgendwas vergessen? Der SMM, saustark im Geschmack.
Ah, mit 25, saustark im Geschmack. Und der Bachelor X hier. Freunde, ihr könnt nichts verkehrt machen. Das garantiere ich. Ihr könnt nichts verkehrt machen. Wer Single Koi mag, klar, vom Dampf her total angenehm. Dampfen kann er auch. Wahnsinn. Ihr könnt nichts verkehrt machen. Wenn ihr den Bachelor X mal auschecken wollt, ich würde sagen, ihr macht ein Abo. Ich glaube, ich habe es verdient. Der Bachelor hat es verdient. Und von daher sage ich mal, wir sehen uns. Die nächsten Klamotten hat schon die Post wieder gebracht. Mal gucken, was noch geht heute. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß noch. Dranbleiben, nichts verpassen.